Let's play The Long Dark, Folge 30.000. Ich habe gerade für mich nochmal im Kopf zusammengefasst, wo wir sind. Franz, das war salzig. Was habe ich gesagt? Ich wollte nichts Salziges sagen. Okay, wir sind... Ach ja, ah, hier ist jetzt überall Elektrospaß. Elektrolyte-Spaß. Ganz ungesunde Elektrolyte. Suchen in der alten Jagdhütte... Nach mehr Informationen zu den Waldflüsterern, aber wo da oben? Wir müssen nach Norden von hier aus, also hinten raus. Okay. Was habe ich denn Salziges gesagt? Ich wollte nichts Salziges sagen. Nicht mit Absicht. Okay, das haben wir an. Ich wollte nur mal kurz gucken. Wir sind natürlich schon wieder massivst überladen. Wie geht's uns denn überhaupt? Haben wir geschlafen? Ja, wir sind scheinbar gerade aufgestanden. Wir haben ein bisschen Hunger, ein bisschen Durst. Das ist ja überhaupt kein Problemchen. Da gibt's erstmal eine Limo. Die hilft nämlich gegen alles. Gegen Gewicht und gegen Müde. So, eine schöne Limo zischen. Habe ich die jetzt nicht gemacht? Habe ich die jetzt gemacht? Naja, oder nicht gemacht. Habe ich es abgebrochen? Zisch mal die Limo, Kollege. Als ich kleine YouTuber guckt und du meinst, dass du Twitch streamst. Ach so. Nee, ich bin ja ein ganz, ganz kleiner YouTuber. Ich bin auch ein ganz kleiner Twitcher. Das sollte nicht salzig klingen. Entschuldigung, logisches Mädchen. Aber du hast es ja gerafft, weil du bestimmt sehr logisch bist. Das war nicht salzig. Meint. Also. Es ist ja ein Fakt. Also ich gehöre nicht mehr zu den ganz, ganz kleinen, aber von groß bin ich noch sehr weit entfernt. Dafür bin ich sehr hübsch und bescheiden. So, wo geht's denn hier raus? Und wie spät ist denn das überhaupt? Ach Gott, Sonnenaufgang. Okay. Okay, hier drin geht's uns irgendwie mega schlecht, ne? Boah, ey, dieses Geflagger macht einen ja wahnsinnig. Hallo. Hallo. Aua. Okay, also für die YouTube... hier darf man nicht drauf treten, dann kriegt man Verbrennung. Ach, da sind die Dackel, sind ja noch alle hier. Nee! Nee, geh doch mal weg. Hier ist ja alles voll mit den Dackeln. Was stimmt denn nicht mit denen? Und zugucken, wie der Typ durch die kanadische Wildnis tapst, wird Hopsi gleich noch kälter. Bist du erkältet? Dann gute Besserung. Gehen die Geier jetzt weg? Immer noch 1 Million Geier. Was stimmt denn mit denen? Ja, aber die mögen halt das Licht nicht. Könntet ihr weggehen? Ich mag euch wirklich überhaupt nicht. Warte mal, da ist der. Ist da der Haupteingang? Oder da? Sorry, es ist ein Weilchen her, dass ich gespielt habe. Es war zwischendurch Gamescom. Ich muss gestehen, ich weiß nicht. Stay within the line. Ja, das ist eine Option, ne? Wenn sie es nicht mögen, sucht doch mal nach dem Lichtschalter. Da ist, glaube ich, da ist der Haupteingang, ne? Das heißt, da ist Süden. Das heißt, wir müssen in die andere Richtung. Hallo, Dackel. Guck mal, ich bin im Schatten. Hier könntest du hinkommen. Haha, reingelegt. Ey! Okay. Okay, manchmal haben sie doch nicht so viel Angst. Uiuiuiuiui. Tut mir leid für all die ernsthaften Long Dark Arenos. Hallo Chrissy. Ich habe vorher den Beast Battle Simulator gespielt und bin ein bisschen quatschig drauf im Kopf. Keine Leiden. Okay, alles gut. Hier hat uns ein bisschen Klamotten kaputt gewämst. Okay, so, also, wo ist der? Da ist der Haupteingang, müssen wir in die Richtung. Schlimm, schlimm, schlimm. Hier ist aber auf jeden Fall echt mega das Abenteuerland, ne? Die Atmosphäre von dem Spiel ist so geil. Es ist so kalt.
Oh, hier ist ja alles voll mit diesen. Ah, okay. Okay, wir können uns von Licht zu Licht hangeln. Wenn man den Wolfi ärgert, dann macht er das wohl. Ja, die können mich mal, ey. Okay, das war wahrscheinlich der Trick. Okay. Okay, keine Mistköder hinter uns. Aber das finde ich ja ein bisschen freaky hier mit diesem Strom und Licht und so. Das hat es ja früher nicht gegeben. So, da ist schon mal eine kleine Jagd-Moped. Laufen wir hier mal übers Eis, das hält uns, ne? Das hält uns. Hallo Nico Fredo! Ich gucke zu viele Let's Plays, ich wollte ihm schon sagen, dass ihm vorher gesagt wurde, dass er im Licht folgen soll. Dumm nur, dass das Gronk in Observer war. Du guckst Gronk? Dobi? Du wirst doch keine anderen Let's Player haben neben mir. Dann auch noch so einen kleinen. Dieser Gronk. Meine Fähenkräder. Wie kalt ist uns denn? Oh, sehr. Wie kalt ist uns? Sehr. Würdest du Observer spielen? Ich habe keine Ahnung. Sagt mir gerade nichts. Super. Da hat sie mega gelohnt. So, das ist der See. Ich würde sagen, wir müssen die Brücke beim. Da ist der Hochsitz. Hier die an der Brücke und dann da rum. Davon müssen wir bis dahin nicht erfrieren. Nein, bitte nicht, dann kann ich den Stream nicht schauen. Sagt Nordberry. Was kann denn das? Heiß und zu schwer beladen, was kann da schon schief gehen? Oh, das habe ich ja mal wieder mega klug gemacht, aber wir wissen ja alle, Glitch Franz ist einfach der Glitchkönig von Glitchhausen. Und glitcht sich da einfach runter. Easy for cheesy. Die Musik ist so geil. An was? Ah, woran erinnert mich diese. An irgendeinen Horrorfilm. Wahrscheinlich jeden, ne? In jedem Horrorfilm gibt es so böse Cellos. Guck mal, ich dicht, Junge. Peter und der Wolf, ja. Oh, dafür ist der Polzenschneider, den wir gefunden haben. Da hatte doch auch noch irgendein cleverer Wuchs gesagt, dass wir den dann jetzt nicht mehr brauchen. Hier, den legen wir jetzt einfach hier hin. Klönk, mir egal. Ciao. So sind wir nämlich, wir coolen Kids. Wir klugen Kids. Gronk macht Let's Plays mit Herz. Ich mache ja nur Let's Plays mit Bart. Let's Plays mit Bart. Kinder, ich habe mega gute Laune. Ich war im Park, vorher habe ich einen leckeren Burger gegessen, dann habe ich noch Frozen Joghurt gegessen. Davor habe ich ganz viel gearbeitet und ganz viel Büroscheiß gemacht. Hervorragend. Was will man mehr? Alle Leute, die mir Geld schulden, also Leute, denen ich Rechnung geschrieben habe, sind jetzt aus dem Urlaub wieder da. Vielleicht kriege ich demnächst auch mal wieder Geld. Das Wenn ich mir auch wieder richtige Fanta leisten, muss ich Fanta Zero trinken. Geht's euch denn gut? Hopsi ist krank. Und alle anderen? Okay, wir haben mega kalte Füßchen. Da hinten läuft irgendwas lang. Oh, so ein Dackel. Bin ich eigentlich überhaupt richtig? Hier, ja doch, hier laufen wir längst, glaube ich. Ne? Da müsste hier jetzt bald irgendwo die Jagdhütte sein. Nur keine Lust auf den Mops da hinten. Ja, unsere Füße sind mega kalt. Haben wir ein kleines Fußfeuer? Fufoi? Ah, Witz. Obwohl, es jetzt, ja, ist 8. Knapp 50 Leute da. Ja, über 40. Bei dem Battle-Ding waren es eben aber 50. So, ist nur für mich so. Long Dark interessiert einfach nicht so viele Leute. Nein, du! So, Monsieur. Nicht mit mir. Ja, lass es mal schön bleiben. Da hinten ist die Hütte, geil, das schaffen wir. Was nimmst du denn für deine Arbeit im Schnitt? Ja, das weiß ich, ist ja immer projektabhängig, kann ich so nicht sagen.
Haut weg. Oh nein, oh, wir haben Unterkühlungsrisiko. Ich sammle hier Pilze ein, wie so ein Idiot. Hier sind ganz viele Stöckchen. Schnell, 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 wir müssen ins Warme und es ist schrecklich kalt. Aber hier wissen wir, hier gibt es ganz viele Pilze. Die wollte doch der Typ haben. Guck mal, da hinten jagt ein Wolf, wow. Die Knuckles. This must have been really nice once upon a time. Auf jeden Fall war das hier schön. Wir haben die Jagdhütte gefunden. Oh, Alter, ist das schön hier. Aber wir dürfen nicht gucken. Müssen ins Warme. Huh. Looks like this might be where those eco-terrorists were hiding out. Let's see if they left anything useful. Okay, hier waren die Öko-Terroristen. Leute, die Long Dark nicht interessiert sind, sind suspekt. Ja, oder heute spinnen wir wieder die Anzeige von. Oh! Cool. Not much for guns, but after what I've been through lately, better to be safe than sorry. I can barely walk with this much gear. Okay, jetzt haben wir noch ein 1000 schweres Gewehr. Aber wir hatten doch schon eins, oder nicht? Oder haben wir das verloren? Hä, wo ist denn das andere Gewehr hin? War das nicht unsere Aufgabe, das andere Gewehr zu reparieren? Das haben wir doch gemacht, oder nicht? Bin ich doof? Okay, gar, das können wir nicht. Ist aber verdorben. Möchten wir nicht. Erdnussbutter. Die geht noch. Riecht lecker. Nehmen wir hier. Stattdessen das Lämpchen nehmen. Die hat einen Keller? Der baut, Alter. Was ist das denn für eine Bonzenjagdhütte? Fische! Das brauchen wir wahrscheinlich alles wieder gar nicht, ne? So lecker. So lecker. Ist ja eben auch die Frage, also das ist, was ich für meine Arbeit nehme. Das ist ja. Das klang jetzt so ausweichend, glaube ich. Sollte es nicht sein, aber das ist immer hängt immer ganz vom Kontext ab. Und es klingt erstmal dann auch meistens relativ viel. Das ist bei so freiberuflicher Arbeit immer so. Wenn man das nicht. Wenn man nicht dazu sieht, was da noch drauf kommt als Freiberufler, das ist immer so ein bisschen das Ding. Ne, Versicherung, Rente, Steuer, der ganze Kram. Da bleibt leider dann nicht so viel von über, wie man gern hätte. Aber ich beschwere mich nicht, mir geht's hervorragend. Das Stream macht's alles noch ein bisschen komfortabler. Da liegt noch mehr Kaninchen, aber das ist doch gammelig, oder? Das Gewehr vom Trapper hat man quasi unsichtbar im Inventar. Man muss es nicht aktiv reparieren, das hat dich auch irritiert, sagt Nicofredo. Okay. Ja, wir haben ja auch hier, die Mission war ja erfüllt, oder? Sucht nach Vorräten, etwas hier drin, könnt ihr das Leben retten. Sucht nach weiteren Informationen zu den Waldflüsterern. Also die Waldflüsterer, für die es nicht wissen, sind ja hier zum Überleben angetreten. Die Waldflüsterer sind so Johnnies, die nicht wollten, dass hier die Natur ausgebeutet wird und dafür zu Anschlägen gegriffen haben, glaube ich. Und jetzt müssen wir mal gucken, was die hier so getrieben haben. Schelme. Oh, die Kiste, die sieht wertvoll aus. Could end up being useful. Brauchbare Cargohose, können wir im Zweifel Stoff ausmachen. Kapuzenpulli, okay. Oh, hier können wir auch noch ein bisschen pennen. Ja, wir sind natürlich wieder massiv überladen. Da muss ich später mal gucken, was wir davon hier lassen, ne? Was wir davon hier lassen. Oh krass, wie viel Zimmer hat es denn, ey? Das ist, die Jagdhütte ist aber auch ein bisschen untertrieben. Badewanne! Verband. Das? Und noch mehr Verband. Die Regale, die kann man immer auseinanderflexen. Das kostet aber ganz viel Kalorien. Hallo, Taur. Hier wäre noch ein schönes Bettchen. Notch. This will come in handy. Oh, Nähzeug ist halt immer geil. Im Bett liegt dann. Oh! Arbeitsstil können wir uns gleich mal angucken. Wir checken die Sachen gleich mal durch, die wir hier alle finden. Okay, das ist noch ein Bett, was nicht geht. So, da war ich. Da war ich. Ich muss niesen. Ja! Das ist die Kälte hier im Spiel. Oh.
die emotionale Kälte. Doggy fragt, spielst du noch länger? Ja, ich habe eben erst angefangen. Also ich habe um 6:45 erst angefangen. Also ein paar Folgen werden wir von The Long Dark bestimmt auch machen. Ja, war ich jetzt überall? Habt ihr aufgepasst? Okay, noch was übersehen. No. No, no. Wenn man mal in den Keller guckt. Was sind wir? Oh, wir sind fast tot. Huch. Nein, danke für die Gesundheit. Okay, jetzt sind wir aber sind wieder warm. Das heißt, wir also. Oh, geil, eine Taschenlampe. Battery's probably dead. Still, might come in handy at night. Okay, das sollte uns jetzt wohl sagen. Taschenlampe. Sie hassen das Licht. Auf dem Weg findest du vielleicht elektrische Geräte, die seit dem ersten Leuchten inaktiv waren. Sie werden beispielsweise Taschenlampen durch das merkwürdige Leuchten am Himmel zum Leben erwecken. Nutze sie, um den dich in der Dunkel zurechtzufinden. Sie können auch Überraschungen auf Wirkung auf Wildtiere haben. Okay, das heißt, wir können damit. Hallo? Hä? Wo? Wo klingelt es? Oben? Ich kann mich überhaupt nicht mehr bewegen, weil ich so überladen bin. Hallo? Wo ist denn das Telefon? Ich muss ein bisschen was von dem Scheiß ablegen. Wir sind halt völlig überladen. Ich muss was wegtrinken. Hast du vielleicht auch ein Hüngerchen? Ja, ein kleines. Ah, hier eine von den Erdnussbüttern. 48 Kilo, was habe ich denn dabei, ey? Die Schuhe brauchen wir nicht. Was habe ich denn hier noch mitgenommen? Die ist auch. Die wiegt ein Kilo, ey. Was ist das denn? Leuchtmunition. Hier, wir legen das. Ah, hier, ich habe so einen Holzklotz mitgenommen, ich Depp. 44 Kilo, das ist ja alles mega schwer. Und hier, das brauchen wir auch gerade nicht. Die legen wir auch hier hin. Alles, was wir nicht anhaben, lege ich gerade mal ab. Die Windjacke hatte ich auch noch mitgenommen, um zu checken, ob die vielleicht. Da kümmern wir uns dann. Alter, was ist denn hier so? Legen das Gewehr hier auch mal kurz hin. Das nehmen wir dann gleich mit. Haben wir dafür überhaupt Munition? Wann hat man eigentlich die Gelegenheit, dich auf der Teutokon oder auf der Sparrenkon zu treffen? Ich weiß von beiden nicht, was es ist. Sind das so Fantasy-Rollenspiel-Treffensgeschichten? Sparrenkon klingt ja nach Sparrenburg. War das eigentlich unsere Mission, hier die Taschenlampe zu finden? Nee. Okay, also ich weiß immer, ich habe immer noch kein Telefon gefunden übrigens. Well, well. What do we have here? Oh, Schutzhandschuhe. Eine Workbank? Rollenspielen kommt in Melle und Bielefeld. Meistens Pen, Paper und Tabletop. Okay. Weil habe ich mich noch nicht mit. War ich noch nicht. Bin ich aber auch nicht so der Typ für eigentlich. Neue Patrone. Patrone. Wasser brauchen wir eigentlich nicht. Hallo, Epic Elephant. Dobi meinte, neben den Gewehrpatronen lang. Neben den Handschuhen lang Gewehrpatronen. Okay, gucke ich sofort. Du meinst hier auf dem Tisch, oder? Meinst du die? Jetzt sehe ich hier gerade keine mehr. So, Kartennotiz eines Waldflüsterers. Kommt zu verlassenen Jagdhütte am Rande des Rätselparks. GPS-Koordinaten unleserlich. Wir müssen diese Kraftausdruck von Brayer House aufhalten. Jagdhütte am Rande des Rätselparks. Okay. Alles klar, sind immer ganz lustig, diese Konste. Sie etwas kleiner sind, finden jedes Jahr statt. Ja, das ist so das Ding. Ich, also, wenn ich
Oh, noch ein Kletterseil. That'll come in handy. Das bauen wir das, um wieder zurückzukommen, oder was? Aber das wiegt doch jetzt auch 1 Million schwer. Ey, das ist aber echt schon fies hier mit dem Gewicht. Ah, kehre zurück zu Jeremiah. Okay, wir haben es tatsächlich. Not gonna be able to carry this load for much longer. Ah, du schaffst das schon, Bernd. Keine Sorgen. Das ist das, was ich immer sage. Wenn ich Zeit habe zum Rollenspielen, dann habe ich Menschen, die ich schon lange kenne, mit denen ich spielen kann. Das ist immer so ein bisschen der... Nicht das Problem, sondern die... Also der große Vorteil halt, ne? Den ich da habe. Ich würde sagen, wir reparieren jetzt erstmal unser Gear. Ach, da liegt noch Holz. Achso, die müssen wir... Okay. Dito, man lernt aber auch schräge Gestalten kennen. Hallo Michi! Ja, von dem zum Beispiel. Von dem rede ich. Wenn ich Zeit habe. Oh, hier wäre... Oh, da war ein Telefon und ein Nuckel. So, jetzt gucken wir erstmal, wie unsere Klamotten so beschaffen sind. So, wir haben ja diese Handschuhe. Da können wir mal gucken. Die machen 0707. Oh, krass. Die sind richtig gut, die Schutzhandschuhe. Die sind zwar... Die sind mega schwer... Dafür auch mega gut. Mal reparieren. Die werden, glaube ich, echt mega gut. Plus 2, plus 2. Alter, die sind richtig gut. Aber die Frage, also das hatte ja, wer hatte das denn noch geschrieben? War das nicht Hopsi? Kannte sie sich nicht aus? Dass man so einen Kompromiss finden muss zwischen Kälte und Gewicht. Weil die sind jetzt natürlich, die sind viermal so schwer, aber dafür auch viermal so gut, ne? So, hier unser Mützchen ist auch ganz kaputt. Haben wir noch kaputteres Nähzeug? Nee. Haben wir so viel Nähzeug? Schlumpi Bumpi. Ja. Jetzt geht die wieder klar. Die sind halt mega, die können wir aber auch reparieren. Dauert natürlich eine Weile, aber ist auch egal. Wohl reparierte Sachen sind wichtig. 51 Minuten, ja. Easy. Schmatzt der hier schon wieder so rum? So, die sind halt leichter. Ah, leider nicht drauf ausgelegt, warm zu halten. Robuste Handschuhe, die auch einen Teil des Arms bedecken, Außenleder, Innenwolle, warm und widerstandsfähig, so wie es sein soll. Sind halt mega Premium, ey. Die machen sogar 6% Schutz. Sind halt richtig gut. Dann nehmen wir die auseinander. Hallo Philipp. So, dann können wir mal gucken, wir hatten hier noch Arbeitsstiefel. Die zerflexen wir auch mal. So, jetzt haben wir schon mal wieder ein bisschen Durst. Das ist überhaupt nicht schlimm, da gehen wir zu Frau Wurst. Oh Mann. Mmh, richtig leckere Brause. Noch einen alten Schokoriegel reinkloppen. Mm. Tasse Kaffee. Eine Tasse Kräutertee. Die trinken wir schön vorm Schlafen gehen. Die Frage ist, ob wir das Kletterseil brauchen, um hier wieder wegzukommen. Weiß das jemand? Weil das wiegt natürlich 1.000.000, ne? Es wiegt 5 Kilo. Und wir haben auch mega viele Stöckchen. Und wir brauchen, glaube ich, auch das zweite Beil nicht. Dann nehme ich einfach das hier schärfen. Also, ja, ich habe es mitgenommen, weil es halt... Ein Beil ist halt voll wichtig. Ähm,
Als Stein irreparabel beschädigt. Ja, kein Problemchen. Haben wir ja genug, ne? Okay. Oh, die Folge ist bald vorbei. Aber ich musste kurz ausrechnen, wie lange die Folge schon ist. Oh, wir sind so gut im Schärfen, ne? Wir sind mega der Schärfe, Franz. Richten wir auf den Tag rum. Nee, wir lassen das andere Beil hier. Wir haben ja noch einen Wetzstein. Das ist schon. Der Singleplayer ist halt auch echt nicht so schwer. Das legen wir dann einfach hier hin. Da müssen wir gleich mal überlegen. Brauchen, glaube ich, auch nicht so viele von den Flares. Morgen früh müssen wir noch was essen. Den kaputten Wetzstein brauchen wir nicht mitnehmen. Beilkopf haben wir noch. Aber wir müssen das Gewehr ja auch noch mitnehmen. Machen wir uns schön noch zwei Bartflechteverbände. Dann machen wir uns eine richtig schöne Nacht. Bartflechteverbände helfen ja gegen Infektionen. Ist das Stream eigentlich noch online? Ja, im Chat passiert überhaupt gar nichts mehr. Seid ihr tot? Seid ihr noch da? Hallo? Und noch Lackporlinge zubereiten. Verbände, das brauchen wir alles, glaube ich, nicht. Schlinge aus getrocknetem Darm und Altholz, das machen wir mit Kaninchenpelz und Gedöns. Öle brauchen wir, das brauchen wir alles nicht. Das brauchen wir. Ihr seid noch da, sehr gut. So, wir müssen ja. Müssen wir das Gewehr mitnehmen? Man kann ja mit Rotwild schießen, vielleicht auch Wölfe. Kaliber 303. Ja, wir hören dich. Ja, ich war kurz verwirrt. Und wir sehen dich auch, okay. Wenn wir das halt mitnehmen. Wir haben zwei Schuss. Ist so gerade so spannend, okay. Ja, also damit wackelt der ja immer wie bekloppt. Das weiß ich noch, als ich damit neben den Wölfen vorbeigeschossen habe. Wettstein kaputt, Beil. Jetzt 45 Kilo dabei, damit können wir eigentlich nicht losziehen. Ey, das ist total verrückt. Da müssen wir Stöckchen da lassen oder so. Also das sind ja schon mal 2 Kilo. Brauchen wir das Kletterseil, um zurückzukommen? Also ich habe kein Seil mehr gebraucht. Sehr gut, dann lassen wir das weg. Das ist nämlich echt eine riesen Ansage. Das brauchen wir alles, das haben wir an. Wir können auf jeden Fall ein paar Stöckchen weglassen. Seil weg und ein paar Flares und so, ne? Ja, da habt ihr recht. So, 3 Flares behalten wir mal. Morgen früh müssen wir auch noch was essen und trinken und so. Jetzt langsam kommen wir der Sache schon näher. Brandbeschleuniger wegwerfen, ja, das stimmt auch. Du hast bestimmt viele Bücher dabei, ja, aber mir wird auch schnell langweilig, ne? Ich muss ja auch schlafen. Lev, ich muss ja auch schlafen. Oh, ich wollte heute schon wieder in die Sauna und hab's wieder nicht geschafft, weil ich so viel Bürokratie-Schissel machen musste und weil ich so mega ineffizient arbeite. Die dienen nur als Anzünd- und Brennstoff, die kannst du auch da lassen. Sehr gut, hab sie, dankeschön. So, aber erstmal, liebe YouTube-Kids, das war eine neue aufregende Folge von The Long Dark im Singleplayer-Modus. Wir sehen uns in der nächsten Folge und bis gleich. Nö.